einer Welt, die immer lauter schreit, wo Spaltung regiert, die Herzen entzweit. Politiker sprechen von Macht und Gewinn, doch der Friede scheint fern, wo sollen wir hin? Lasst uns die Waffen niederlegen, für die Kinder dieser Welt. Kein Soldat soll mehr kämpfen müssen, für den Frieden, der uns hält. Menschen sollen sich vereinen, in einer Welt, die Liebe wählt. Lasst uns die Kriege beenden, für den Frieden, der uns zählt. Waffenlieferungen als Zeichen der Macht, doch wer denkt an die Kinder in der dunklen Nacht? Die Soldaten kämpfen, doch ihr Herz ist schwer, denn Frieden gibt es nur, wenn die Waffen ruhen im Meer. Lasst uns die Waffen niederlegen, für die Kinder dieser Welt. Kein Soldat soll mehr kämpfen müssen, für den Frieden, der uns hält. Menschen sollen sich vereinen, in einer Welt, die Liebe wählt. Lasst uns die Kriege beenden, für den Frieden, der uns zählt. Lasst uns die Spaltung überwinden, mit Hoffnung in unseren Herzen. Lasst uns den Weg des Friedens finden und die Narben heilen, die so tief schmerzen. Lasst uns die Waffen niederlegen, für die Kinder dieser Welt. Kein Soldat soll mehr kämpfen müssen, für den Frieden, der uns hält. Menschen sollen sich vereinen, in einer Welt, die Liebe wählt. Lasst uns die Kriege beenden, für den Frieden, der uns zählt. Frieden für die Kinder, Frieden für uns alle. Möge die Welt in Harmonie verfallen. Keine Spaltung mehr, kein Krieg, kein Leid. Lasst uns zusammenfinden in der Gemeinsamkeit. Ja, da kommen Sie schon mit dem Affen und der Affen hat Bocken. Ja, ich würde Sie bitten, eine Gasse frei zu halten, die sogenannte Rettungsgasse. Dankeschön. Jawohl, das ist ein Beifall wert. Ich grüße die 442 lebendigen Demokraten hier auf dem Rathausplatz. Danke an die Familie Brause für den musikalischen Auftakt und an unsere Techniker von Bühne, Ton, Bild und heute ohne Licht. Gut. Danke. Unser Programm heute Abend, Harry Fröhlich mit der Presseschau. Dann haben wir drei Redebeiträge mit Jörg Krause, Karin Viehweg und Frank Hamann.
Dann geht es in den kulturellen Teil mit dem Oberlausitzlied und Peter Bachel. Und Lutz Mettel mit Horst und Bertha aus Oppach sind wieder bei uns heute. Hier noch eine Veranstaltungsinformation am kommenden Samstag, am 24.08. ab 15 Uhr in der Festhalle Heinefalde. Eine Veranstaltung mit Tino Kruballa und Hajo Exner. Freunde allerorts an den Straßen, lächelnde Gesichter. Manchmal frage ich mich, lachen die einen an oder schon aus? Die SPD plakatiert die Richtige für Sachsen. Trotz Jugendbild, es ist die gleiche Frau, die in der Corona-Diktatur über 60 größtenteils unsinnige Corona-Verordnungen unterschrieben hat. Die angeordnet hat, dass Kinder und Jugendliche für 8 bis 10 Stunden FFP2-Masken zwangsmaskiert werden, in meinen Augen ein Verbrechen an deren Gesundheit. Und diese Frau gehört für mich auf die Anklagebank und nicht in den Sächsischen Landtag. Aber schon vor 10 Jahren. Ja, es ist Frau Köpping, in der DDR SED-Mitglied und Studium von Staat und Recht. Jeder, der die DDR kennt, weiß, was dieses Studium bedeutete. Sie kennt sich also aus bestens in Sachen Diktatur und ist wohl dafür die Richtige. Und dann die Partei mit dem Führerin-Prinzip, das Bündnis Sarah Wagenknecht. Ich nenne sie mal so, außer der roten Sarah, die nicht kandidiert, aber allen Dingen eine Heimat verspricht, keinerlei Inhalt. 1989, als der SED massenhaft die Mitglieder wegliefen, trat sie ein. Die friedliche Revolution nannte sie eine Konterrevolution. Und den Prager Frühling von 1968 bezeichnete sie als Untergrabung des Sozialismus. Die SED, PDS, also die Erben der Mauermörderpartei, war ja nicht links genug. Und sie gründete die kommunistische Plattform, die sie 20 Jahre leitete. Wagenknecht bekannte sich dabei zu ihren Vorbildern. Stalin, ein Massenmörder, und Walter Ulbricht, der den Arbeiteraufstand am 17. Juni blutig niederschlagen ließ und den Bau der Mauer inszenierte. Fazit, wer das BSW wählt, bekommt nach meiner Überzeugung lupenreine Kommunisten. Und Michael Kretschmer. Vor Wahlen verspricht er immer so viel, was dann sich aber auf wundersame Dinge irgendwie während der Regierungszeit ins Gegenteil verkehrt. Zum Beispiel der Abbau der Bürokratie. Dabei bescheinigte ihm vergangene Woche Bundesjustizminister Buschmann, FDP, dass Sachsen in Sachen Bürokratie gleich nach dem Bürokratiemonster EU auf Rang 2 liegt. Oder die angeblich bessere Bildung. Das Problem von Lehrermangel und Unterrichtsausfall bekommt er und seine CDU seit über 30 Jahren hier in Sachsen nicht in den Griff. Aber er hält von mir noch einen Platz 1 für den besten Standort eines Wahlplakates. Kurz vor Weißenberg, wo der Bau der B178 seit ca. 20 Jahren endet, steht vor dem seit damals vorhandenen Erdwall ein großes Transparent mit Michael Kretschmer. Herzlichen Glückwunsch zu dieser Blamage. Und wer noch eine Spätsommer- oder Herbstreise in ein Gebiet mit wenig Touristen plant, dem sei Afghanistan zu empfehlen. Dort machen sogar diejenigen zwischen Urlaub, die angeblich wegen Verfolgung, Folter und Tod aus dem Land fliehen mussten. Ich bleibe da lieber in den heimatlichen Bergen.
denn vielleicht färbt sich der Himmel über Sachsen am 1. September tiefblau. Gehen wir es an. Danke. Ja, schönen guten Abend von mir. Herzlich willkommen zur Presseschau heute. Montag, den 19. August. Ich wurde gebeten, zu Beginn eine kurze Ergänzung bzw. Korrektur zur letzten Presseschau zu machen. Und zwar hatte ich die Aussage getätigt, in der Johanneskirche Zittau wurde gesagt, wir brauchen keine Friedenskonzerte, sondern Waffen. Die Aussage wurde gemacht, allerdings nicht vom Kirchenvorstand. Und im ersten Punkt der Presseschau, das verfassungsfeindliche Verbot von Kompakt wurde nun überraschend schnell aufgehoben. Und unsere Nancy leidet seitdem vermutlich an Bluthochdruck. Glückwunsch an Kompakt zu dem schnellen Erfolg. Wir lassen uns alle gemeinsam nicht unterkriegen. Im nächsten Punkt, an die Staatsanwaltschaft Berlin erging Strafanzeige und Strafantrag. Erstattet von Rechtsanwalt, Mitglied des Bundestages Dr. Christian Wirth und weiterer Mitglieder des Bundestages gegen Bundeskanzlerin AD Angela Merkel, Jens Spahn, Olaf Scholz und weiterer Mitglieder des 23. Bundestages. Gegen Bundesminister für Gesundheit Karl Lauterbach und weiterer Mitglieder der 24. Bundesregierung, Lothar Wieler, Ingo Behnel sowie gegen Unbekannt. Ergeht Strafanzeige wegen. Die Tatverdächtigen haben in ihrer Eigenschaft als Amtsträger wider besseren Wissens und vorsätzlich während der Corona-Pandemie verschiedenste grundrechtseinschränkende Maßnahmen beschlossen oder beschließen lassen, die sich gegen das öffentliche Leben, gegen die Freiheit des Einzelnen, Kinderrechte, die Wirtschaft, den Datenschutz, die Bewegungsfreiheit, die Religionsfreiheit, die Demonstrationsfreiheit, Gewerbefreiheit, das Recht auf Gleichbehandlung, den Schulbesuch und vieles mehr richteten. Es kam während der Pandemie zu Ausgangs-, Aufenthalts-, Kontakt- und Einreisebeschränkungen, zur Maskenpflicht, Quarantäne, Ungleichbehandlung, Distanzunterricht, Altersdiskriminierung, Ungleichbehandlung Geimpfter, Nichtgeimpfter, Beherbergungs- und Gaststättenverbot, Testpflicht, Impfpflicht, Isolation und vieles mehr. Durch die Zwangsimpfungen soll es zu vermeidbaren Todesfällen gekommen sein. Es folgen weitere Beweisaufnahmen. Ich bitte Sie daher, ein Ermittlungsverfahren einzuleiten und mich über das Ergebnis zu informieren. Rechtsanwalt, Mitglied des Bundestages, Dr. Christian Wirth. Der Stein kommt also ins Rollen. Wir dürfen gespannt sein, was daraus wird. Und auch das Bürgerbündnis wird seine Petition Corona-Politik aufarbeiten jetzt wieder in den neuen Landtag einbringen. Da lassen wir uns nicht abspeisen, obwohl wir vom Vorhergehenden abgebügelt worden sind. Das kann ich euch versprechen. Und im letzten Punkt, das letzte Heft. Der Vorstand von Greenpeace Deutschland kündigt die Einstellung des Greenpeace-Magazins nach 30 Jahren an. Es sei nicht gelungen, die sinkenden Printumsätze und Preise für Papier durch digitale Einnahmen wettzumachen. Vielleicht zählte der eine oder andere von euch auch mal zu Spendern für diese Organisation, die sich durchaus mit mutigen und lobenswerten Aktionen wie die Rettung der Wale
oder gegen das Schlachten von Robbenbabys einsetzte. Doch Greenpeace hat sich leider seit längerer Zeit dem Zug der Weltrettung angeschlossen und führt Kampagnen gegen den menschengemachten Klimawandel, der sich inzwischen ebenso als Lüge erwiesen hat wie die Corona-Pandemie. So richtig es ist, gegen die Abholzung der Regenwälder zu kämpfen, die im globalen Ökosystem eine wichtige Rolle spielen, so sinnlos und kontraproduktiv ist es, von Klimaneutralität und Klimaschutz zu faseln und gleichzeitig für die Stilllegung unserer ökologisch sauberen und ökonomisch günstigen Kernenergie zu plädieren, wie es Greenpeace zurzeit macht. Während der Green Deal der EU sowohl die Industrie durch gewaltige Kosten als auch die Natur durch den Bau umweltfeindlicher Windkraftmonster belastet, schwört Greenpeace auf die klassische Lüge der Grünen, die den Menschen versprechen, die rot-grüne Energiewende sei nicht teurer als eine Kugel Eis. So die Aussage von Jürgen Trittin. Und natürlich wird auch gegen die AfD und andere Opposition agiert und ein Verbot von demokratisch legitimierten Parteien gefordert. Doch damit haben sie sich nun selbst abgeschafft. Vielen Dank für euer Zuhören. Schönen guten Abend. Hallo. Machen's? Hallo? Hallo? Liebe Mitstreiter, ich stehe heute wieder einmal vor euch, um einige meiner Gedanken, die mir zum Teil den Nachtschlaf rauben, mit euch zu teilen. Nach dem Motto, denke ich an Deutschland in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht. Mir schießen dann plötzlich Namen wie Stefan Mayer, Mr. Gesprächsbereit ins Hirn, und ich bekomme erhöhten Puls. Ich muss daran denken, wie er seit 2015 als Landtagsabgeordneter die illegale Masseneinwanderung, die uns Tausende von fähigen Fachkräften bringen sollte, gut hieß und verteidigte. Ganz im Sinne seiner rot-grünen CDU. Heute will er nichts mehr davon, richtig davon wissen und fordert sichere Sachsengrenzen, obwohl er weiterhin versucht, unsere Dörfer und Städte mit Zuzugswilligen und sich in unserem Sozialsystem wohlfühlenden Bereicherern vollzustopfen. Eindringliche Mahner wurden auf all seinen Social-Media-Kanälen gesperrt. Oder als er während der ach so schlimmen menschheitsgefährden globalen Pandemie mit seinem Slogan Impfen ja klar massiv warb, ohne auch nur die geringste Ahnung von Medizin, geschweige denn Virologie zu haben. Eines Tages verkündete er medial, dass er gegen die einrichtungsbezogene, also sektorale Impfpflicht sei. Er sagte, die sektorale Impfpflicht schafft mehr Probleme, als sie löst. Als ich das hörte, dachte ich, Sinneswandel, toll, jetzt hat er es endlich begriffen. Aber nein, kurze Zeit später äußerte er, dass über eine allgemeine Impfpflicht im Bundestag beraten und entschieden werden sollte. Genauso wie sein Parteifreund Kretschmer. Wieder Harry, so ist Gescherre. Dieses alte Oberlausitzer Sprichwort passte ausgezeichnet. Selbst denken, politische Entscheidungen seiner Partei zweifelnd zu hinterfragen und medial dazu zu stehen, sind nicht die herausragenden Eigenschaften eines Stefan Mayers. Seine Stärken liegen eher bei der Veröffentlichung von Selbstporträts auf Facebook und bei der eigenen Huldigung seiner täglich herausragenden Leistung. Leider hat er viel Unterstützung von Bürokraten im Landkreis und aus den Bürgermeisterämtern der Städte und Kommunen erfahren. Zum Beispiel von dem aus meiner Sicht selbstverliebten, überheblichen, den Ökosozialismus fördernden Superdemokraten Thomas Zenker. Der für mich allerdings nicht mehr als ein Spalter und Hetzer der übelsten Sorte ist.
Er passt hervorragend in die derzeitige Altparteien-Politikerkaste, genauso wie der vorher genannte. Ein Mann, der Demokratiepreise entgegennimmt, selbst aber die Demokratie mit Füßen tritt. Dies hat er ja schon mehrfach bewiesen. Wir haben es alle erlebt. Mehr braucht man, glaube ich, zu diesen Menschen auch nicht mehr sagen. Es gab in der Vor- und Nachkriegsgeschichte Zittaus wahrscheinlich keinen schlechteren Oberbürgermeister wie ihn. Aber auch er hat seine kleinen Helfer, die ihm wiederum gefallen wollen. Da fällt mir immer wieder der Name Kai Grebersch ein, der sich während der Corona-Zeit Unfassbares auf Facebook wünschte. Er schrieb: Manchmal wünsche ich mir in dunklen Momenten, dass bei uns endlich mehr Leute an der Scheiße sterben, damit die ganzen Pseudo-Experten endlich die Schnauze halten. Müsste der Erste gewesen sein. Und dann, als seine Verwirrtheit wahrscheinlich dann langsam nachließ, sagte er: Denke ich, nee, das bringt nichts. Die halten die Schnauze auch dann nicht. Über diese ungeheuerliche Aussage gab es natürlich keinen Aufschrei von Meyer, Zenker oder dem lokalen Blätterwald. Sagt das nicht vieles über diese Herren aus? Das alte deutsche Sprichwort, eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus, trifft da genau ins Schwarze. Ein Name kommt mir jetzt immer öfter in den Sinn, besonders seit der letzten Kommunalwahl, als sie meinen Freund Harry Fröhlich unbekannterweise als Rechtsextremist und Nazi bezeichnete. Es handelt sich dabei um die bemitleidenswerte und ich denke dringend betreuungsbedürftige Internationalsozialistin Dorothea Schneider aus Oderwitz. Eine Frau, die mit allen erdenklichen und bösartigsten Mitteln in Schrift und Ton gegen Andersdenkende vorgeht. Diese Person ist für mich die Ausgeburt von Hass und Hetze in unserer Region. Ihre Lügen in Presse und Fernsehen sowie ihr Verfolgungswahn sind mittlerweile legendär und man kann über diese verwirrte Frau nur noch den Kopf schütteln. Ich wünsche ihr trotz ihrer Boshaftigkeit alles erdenklich Gute. Vor allem gute Besserung. Ja. Verbunden mit dem Wunsch, mach die Augen auf. Michael Kretschmer, unser von grüner und roter Gunst ernannter Ministerpräsident, hat es geschafft, öfter meinen Schlaf zu stören. Leider kommt man an ihm derzeit nicht vorbei, da er an jeder zweiten Laterne im Freistaat hängt. Auf jeder städtischen Wiese stehen Großplakate mit den abenteuerlichsten Botschaften, wie zum Beispiel Recht und Ordnung durchsetzen. Meint er damit, dass er wie zu Pandemiezeiten seine brutale schwarze Schlägerstaffel gegen die ihm unliebsamen Demonstranten hetzt und auf sie einprügeln lässt? Oder meint er, dass er weiterhin gegen unbequeme Ärzte ermitteln lässt und noch mehr von ihnen einsperren zu können? Oder dass er wieder Kraft seines Amtes unsere Eltern und Großeltern in den alten Pflegeeinrichtungen das Berufsrecht verweigern kann? Ich denke, er würde es selbst nicht wissen. Auf jeden Fall hinterlässt dieses nichtssagende Plakat sehr viel Interpretationsspielraum. Geradezu grotesk wirkt ein anderes Wahlplakat auf mich. Ihr habt es sicherlich auch alle schon gesehen. So, gesagt. Kretschmer umringt von Menschen aller Hautfarben und jeden Alters mit dem Slogan: Kretschmer, Ministerpräsident aller Sachsen. Warum aber hat der Ministerpräsident aller Sachsen, mir kam da immer so das Wort Gröfas, ich weiß nicht, warum aber hat der Ministerpräsident aller Sachsen während der Corona-Zeit 20
bis 30% seiner Sachsen nicht gehört. Im Gegenteil, er hat uns ausgegrenzt, beschimpft, diffamiert, verleumdet, verprügeln lassen und vor Gericht gezerrt. Friedliche Ringspaziergänger, auch junge Familien mit kleinen Kindern, wurden den unwürdigen und willkürlichen polizeilichen Maßnahmen preisgegeben. Er nutzte das Vertrauen eines Großteils der Sachsen in die Politik gnadenlos aus und trieb sie in die Giftspritze. Dass das nachfolgend für einige mit dem Tod endete und bei vielen Sachsen zu schwersten Nebenwirkungen führte, möchte Kretschmer nicht mehr thematisieren. Aber es wird die Zeit kommen, der Wahrheit ins Gesicht zu blicken, um dann eines nicht allzu fernen Tages die Rechnung dafür zu erhalten. Aus meiner Sicht ist er ein skrupelloser, heuchlerischer Schreibtischtäter, an dessen Gedanken Blut klebt. Ein Mensch, der andere die abartige Drecksarbeit hat verrichten lassen, um uns zu tyrannisieren. Man solle sich mit Anstand begegnen, sagte Michael. Da frage ich mich, warum hat er dann keinen? Warum hat er die Sachsen allem Anschein nach wissentlich belogen? Sollte dieser Mensch das höchste Amt im Freistaat bekleiden? Die Veröffentlichung der ungeschwärzten RKI-Protokolle zeigen nun deutlich, dass wir im Recht waren. Deshalb müssen wir alle, auch die von Kretschmer befohlenen und durchgesetzten verbrecherischen Zwangsmaßnahmen, aufarbeiten und sie müssen geahndet werden. Und zwar für die Zukunft unserer Kinder und Enkel. So etwas darf nie wieder geschehen. Jeder der hier genannten Personen sollte damit beginnen, sich auf unsere Zittauer Bühne zu wagen, um sich öffentlich und reumütig zu entschuldigen. Ohne Wenn und Aber. Ich weiß, dass das vielen nicht reichen wird, aber es wäre ein Anfang. Ich weiß auch, dass noch viele weitere Protagonisten dazu beigetragen haben, uns zu dämonisieren. Ich denke dabei vor allem an die SZ-Schreiberlinge Mielke und Appeldorn, die ihre Hetz- und Hasstriaden, ihre Lügen und Verleumdungen immer wieder abdruckten und einer breiten Öffentlichkeit zukommen lassen durften. Aber eines steht fest: Wir werden nicht vergessen und euch immer wieder daran erinnern. Sicher habt ihr alle den Kretschmer-Auftritt bei Maischberger verfolgt, als er wie Rumpelstilzchen mit hochrotem Kopf seine Position verteidigen wollte. Zu den US-Wahlen und dem Ukraine-Krieg befragt, sagte er Unglaubliches. Als mir das Video ein Freund schickte, konnte ich es gar nicht glauben und dachte, dass es bestimmt durch eine KI bearbeitet wurde. Er sagte, ihr wisst es alle, wenn Trump zum Präsidenten gewählt wird, man mag es sich gar nicht vorstellen. Und der sorgt dann dafür, dass dieser Krieg beendet wird. Furchtbar. Wie stehen wir dann da? Was machen wir mit diesem Chaos? Wir müssen das gestalten. Ich denke, Europa hatte genug Gelegenheit, um diesen Krieg zu beenden und beide Kriegsparteien zu befrieden. Die derzeitigen verantwortlichen westlichen Politiker sind zu arrogant, anmaßend, inkompetent, dämlich, korrupt und nicht willens, um mit dieser verheerenden Situation vernünftig umzugehen. Mit diesen Leuten kann und wird nichts Befriedigendes herauskommen. Wann begreifen Sie das endlich, Herr Kretschmer? Jeder sollte froh sein, wenn einer oder eine kommt, egal woher, und mit diesem Gemetzel, diesem Leid Schluss macht. Egal, ob uns dessen Nase passt oder nicht. An Kretschmers unüberlegter Aussage sieht man allerdings sehr deutlich,
auch wenn er es vielleicht anders meint, als es interpretiert wird, dass er extrem naiv ist, Zusammenhänge schwer erfassen kann und nicht das Zeug zu einem Ministerpräsidenten noch zu jedem anderen politischen Ämtern hat. Und außerdem, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, auch wenn er mal die Wahrheit spricht. Kretschmers heuchlerische CDU, nicht meine Wahl. Vielen Dank. Spaziergänge, ich grüße euch alle. Zu Beginn möchte ich an etwas erinnern. Und zwar hat sich in diesen Tagen das... Zu Beginn möchte ich an etwas erinnern. Und zwar hat sich in diesen Tagen zum 35. Mal die Grenzöffnung in Ungarn, in Sopron, gejährt. Und viele Patrioten, die hier auf dem Platz stehen, haben damals die Möglichkeit genutzt, Deutschland, Ostdeutschland zu verlassen. So, und jetzt fange ich mit meinen Themen an. Aufgrund der vielen Diskussionen über die bevorstehende Wahl habe ich beschlossen, euch meine Sicht der Dinge mitzuteilen. Wer mit offenen Augen durch unser Land geht, sieht überall den schleichenden Niedergang. Ob CDU, SPD, Grüne oder Linke, sie alle stehen für ein Weiter-so. Für offene Grenzen und mehr illegale Migration. Sie stehen alle für eine immer schlechtere Familien- und Bildungspolitik und verpulvern unser hart erarbeitetes Steuergeld in der Welt. Unsere Wirtschaft, unser Wohlstand, unsere Sicherheit und die Zukunft von uns allen löst sich nach und nach auf. Diese Parteien tragen mit ihrer Politik die alleinige Verantwortung für den Zustand in unserem Land und nicht die AfD. Über die letzten Jahrzehnte haben sich die regierenden Parteien ideologisch angeglichen, weil sie immer miteinander regieren wollten. Macht haben und Macht behalten verändert jede Partei bis zur eigenen Identitätsaufgabe. Und wie immer das gleiche Spiel. Geld und Macht zählen, nicht Volkeswille. Damit das so weitergehen kann, haben sie das BSW als Steigbügelhalter auserkoren. Die Vermutung liegt doch wohl mehr als nahe, dass das BSW lediglich installiert wurde, um gutgläubige Wähler wieder einzufangen und einen unbelasteten Koalitionspartner zu haben. Also mit dem BSW wird sich nichts ändern und ich kann nur darauf hoffen, dass die Wähler nicht auf diese billige Masche hereinfallen. Ich denke, jeder erinnert sich noch an den kommunistischen Hosenanzug in Maulug. Der hat schon genug Schaden in unserem Land angerichtet. Wir brauchen doch nicht noch eine aufgehübschte kommunistische Millionärin in Kostüm mit Pariser Schick, oder? Falls da einer glaubt, dass dieses Kostüm alles besser macht als der Hosenanzug, hat er den Ernst der Lage nicht verstanden. Sarah Wagenknecht selbst kandidiert in keinem Bundesland, weder in Thüringen, Sachsen noch in Brandenburg. Die Kandidaten des BSW sind zum größten Teil ehemalige Linke. Und wenn diese Linken plötzlich von Demokratie reden, sollten doch bei uns alle Alarmglocken angehen. Denn eins ist Fakt, Links und Demokratie sind wie Feuer und Wasser und das ist so sicher wie das Amen in der Kirche.
mich ist jedenfalls das BSW unwählbar. Das Gute einer funktionierenden Demokratie ist, dass man Parteien und Personen auch abwählen kann. Solange die Altparteien in politischer Verantwortung sind, wird sich nichts an der jetzigen Politik ändern. Und meiner Meinung nach wird es auch keine Corona-Aufarbeitung geben, jedenfalls nicht so, wie wir uns das wünschen. Damit die Altparteien kein Unheil mehr anrichten können, gehören sie langfristig in die Opposition bzw. raus aus den Parlamenten. Denn die jetzige regierende Politik und deren Medien sind bestrebt mit Verboten und Gesetzesänderungen, die alleinige Kontrolle zu behalten. Sie haben wohl vergessen, dass alle staatliche Gewalt vom Volke ausgeht. Denn eigentlich sollte es doch so sein, das Volk sagt den Parteien, was diese zu machen haben und nicht umgekehrt, oder? Ich kann die Aussagen von der Politik nicht mehr hören. Auf so komplexe Fragen der heutigen Zeit gibt es keine einfachen Antworten. Ich denke, Sie unterschätzen uns Sachsen, denn wir können sehr wohl komplexe Inhalte verstehen und auch lösen. Der Altkanzler Helmut Schmidt sagte 2007 in Tübingen, wir brauchen nicht allein den Verfassungsgehorsam der Regierenden. Wir brauchen nicht allein die Kontrolle durch ein Verfassungsgericht, sondern wir brauchen vor allem die Kontrolle der Politik durch die wählenden Bürger und durch ihre öffentliche Meinung. Ende Zitat. Also, was wir brauchen, ist Meinungsfreiheit, keine Zensur, keine Denunzierungsstellen. Und auf den Weckdienst früh um 6 können wir alle, glaube ich, verzichten, oder? Stattdessen sollte zu den sogenannten 4 Gewalten eine 5. Gewalt installiert werden, und zwar die der wählenden Bürger, die dann als Kontrolle der regierenden Politik eingesetzt werden, um der Arroganz der Politikerkaste endlich Grenzen zu setzen. Dafür brauchen wir ein aktives, kritisches, selbstdenkendes Volk, das bereit ist, Widerstand zu leisten. Die beste Form des Widerstands ist ein geeinter Protest, wo die sachliche und fundierte Aufklärung aller Menschen über relevante Themen erfolgt. Persönliche Belange sollten dabei hinten anstehen. Zittau zeigt jeden Montag, wie Demokratie lebendig gehalten wird. Denn im Gegensatz zu den... Dieser Zettel kann wie bei einer Wahlbenachrichtigung per Knopfdruck ganz schnell versendet werden. Die für mich beängstigenden Worte von Pistorius, Kiesewetter und Breuer werden leider in diesen Kreisen weitestgehend ignoriert. Zur Erinnerung, die Frontlinie läuft gerade mal in 1500 Kilometern Entfernung. Das ist so weit wie Dubrovnik, nur eben in die andere Richtung. In Kursk stehen wieder in Deutschland gebaute Panzer. Bleibt stark zu hoffen, dass hier keiner der Entscheidungsträger unter Kontrollverlust leidet. Obwohl wir in Sachsen am nächsten an diesem Brennpunkt liegen, scheint dieses brandheiße Thema im Wahlkampf keine allzu große Rolle zu spielen. Kein Wunder, bezüglich dieses Themas werden wir ja sowieso fremdgesteuert und das wird auch so bleiben, egal wer uns zeitnah regiert. Und dann nehme man nur die Mehr von der geplanten Massenabschiebung im Falle eines Wahlsieges. Liebe Leute, wohin sollen die denn? In einen Airbus 320 passen rund 160 Leute. Ich stelle mir die freudigen Gesichter am Abfertigungsschalter vor.
Alle nehmen dann bereitwillig ihre Plätze ein. Über dem Mittelmeer serviert die freundliche Stewardess dann kühle Getränke und Snacks. Als Dank wird sie dann zum Nachtisch vernascht. Leute, solange wie die BRD in ihrer jetzigen Rechtsform besteht, wird das leider alles nicht so einfach zu machen sein. Nur ein souveräner Staat, noch so klein, könnte so etwas veranlassen. Zu diesem Thema passt im Übrigen auch momentan, dass momentan in Addis Abeba für viele Milliarden Euro der größte Flughafen Afrikas gebaut wird. Kapazität 100 Millionen Passagiere jährlich. In Frankfurt sind es 60 Millionen. Äthiopien ist ungefähr dreimal so groß wie die Bundesrepublik. Denkspiele sind erlaubt. So, nun noch kurz zu unseren örtlichen Problemen. Ich hoffe, dass die Wahlstrategien der einzelnen patriotischen Kandidaten aufgehen, um das Hauptziel, den Wahlsieg eines parteilosen Blumenhändlers, der sich für die CDU prostituiert, zu verhindern. Hoffentlich wurden da teilweise nicht etwa Parteiinteressen vor patriotische Werte gestellt. Natürlich stellt auch jede Gruppierung die für ihre Interessen passende Darstellung der Wertigkeit der Zweitstimmen dar. Meine Meinung ist, ein Martin Kohlmann von den Freien Sachsen steht dem Parlament bedeutend besser zu Gesicht wie ein AfD-Listenkandidat, der sich in 5 Jahren nicht einmal in seinem Kreisgebiet bei Kundgebungen blicken lässt. Im Übrigen ist der einzige Politiker, der im Wahlkampf nicht gelogen hat, der Genosse, der hier nebenan residiert. Er sagte im Westdeutschen Rundfunk, was er sich wünscht. Zittau und Umgebung haben locker Kapazität für 50.000 Einwohner. Die Kollegen der Notaufnahme des Zittauer Krankenhauses und vor allem die Hautärzte in der Region freuen sich schon darauf. Interessant wäre auch, wer die Kosten für den Dienstausflug in die WDR-Zentrale getragen hat. So, liebe Freunde, da ja im Wahlkampf neben den früheren Slogan Mut zur Wahrheit auch wichtige Themen wie vor allem die Aufarbeitung der Polizeigewalt gegen Demonstranten und des Corona-Unrechts sowie ein eindeutiges Votum zur Abschaffung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks kaum Beachtung fanden, befürchte ich, dass wir uns auch weiterhin montags hier treffen müssen. Dankeschön. Noch kurz vor dem 1. September und deshalb möchte ich auch an euch ein paar Worte richten zum Wahlkampf, nämlich. Eigentlich wollte ich das nächste Woche machen, da würde es besser passen. Ich bin auch dienstlich verhindert und die Woche drauf ist dann wahrscheinlich zu spät. Deshalb von mir ein paar kurze Worte zum Wahlkampf. Ihr kennt mich ja, ich habe mich eigentlich immer bedeckt gehalten, um für die eine Partei oder die andere die Werbetrommel zu hören oder zu sagen, wenn man wählen darf oder nicht. Aber in Zeiten, wo sich ein Ministerpräsident an ständig zunehmenden Wahlwerbungen, Plakatierungen, Werbespots und Huldigungen für sich selbst täglich übertrifft, in Zeiten, wo der Bundesvorsitzende der CDU Mitglieder seiner Konkurrenzpartei als Gesindel bezeichnet, in Zeiten, als eine sächsische Ministerin ein Bild aus ihrer Jugendzeit herausholt und auf das Wahlplakat klebt, in Zeiten, wo das großflächige Plakatieren des hiesigen CDU-Bewerbers, welcher übrigens nicht einmal Parteimitglied ist, fast ins Absurde ausufert und dabei jegliches Maß an Anstand und Verhältnismäßigkeit außer Acht gelassen wird, in Zeiten, da ein Oberbürgermeister 1400 Kilometer durch Deutschland fährt, um den Zuschauern des WDR-Morgenmagazins zu erklären, wen man zu wählen hat, in Zeiten, da ein Bürgermeister in der Nacht heimlich Wahlplakate einer ihm nicht genehmen Partei abnimmt, in Zeichen, da der Chef des Verfassungsschutzes alles dafür tun will, die Beteiligung einer unbeliebten Partei an der neuen Regierung zu verhindern, in Zeiten, wo selbst kleine Kinder für Wahlwerbung missbraucht werden, in Zeiten,
da bekannte Künstler und Sportler das Hetzen und Schlechtmachen besser bringen als ihre eigentlichen Aufgaben. In Zeiten, da sich die Zeitungen in Lügen gegenseitig übertreffen. In Zeiten, da private Angelegenheiten missliebiger Personen zur Denunzierung in der Öffentlichkeit breit gemacht werden. In Zeiten, da politische Gegner unter der Gürtellinie diffamiert werden. In Zeiten, da es eingeschränkte und gesteuerte Wahlforen gibt. In Zeiten, wo Verbote an regierungskritischen Medien ausgesprochen werden. Und in Zeiten, wo Kirchen Friedeninitiativen als unvereinbar mit dem christlichen Bekenntnis sehen. Da habe ich meine Meinung geändert. Und ich möchte heute euch nicht sagen, wen ihr wählen sollt. Das haben die anderen schon gemacht. Und ihr wisst auch selbst, wen ihr wählt. Und es gibt da Gott sei Dank noch geheime, freie und gleiche Wahlen. Sondern ich möchte euch sagen, wen ihr bitte nicht wählt. Ich weiß, ihr seid da vielleicht der falsche Adressat. Ihr wisst ja, wen ihr nicht wählt. Aber vielleicht habt ihr noch einige Freunde, ein paar Unentschlossene, Bekannte. Und vielleicht sind ja auch einige hier, die dienstlich heute hier stehen und das ihren Kumpels weiter sagen. Ich bitte euch ganz herzlich, wählt nicht die Kandidaten der Nationalen Front. Für diejenigen, die die DDR kennen, wissen ja, was ich meine. Und für die, die etwas jünger sind, die, denn soll gesagt, das sind also alles diejenigen, die man früher als Blockparteien bezeichnet hat, alle anderen waren die Bösen und die antisozialistischen Elemente und die negativ eingestellten und so weiter. Heute ist es ähnlich. Ich bitte euch ganz herzlich also noch einmal, wählt diese Blockparteien, diese Kandidaten der Nationalen Front nicht, denn wer diese wählt, der wählt ein Weiter-so. Und wir wollen kein Weiter-so. Wir wollen Veränderungen. Wir wollen, dass Deutschland aus der Schockstarre erwacht. Wir wollen Frieden, Freiheit und Selbstbestimmung. Dafür stehen wir hier. Bis soweit, geht los hier. Hallihallo! Grüß euch zu dir, jawohl! Hallochen, hallochen, hallochen! Habt ihr's gelesen? Robert Habeck will Kanzlerkandidat werden, ja? No, und Agnes Strack-Zimmermann, Miss Germany. Also hör doch auf, ehrlich mal, der hat gesagt, ich möchte mich gerne in die Verantwortung nehmen lassen, wirklich. Na, freilich gerne, da bin ich dafür. Aber wenn sich Habeck in die Verantwortung genommen wird, dann wird er kein Kanzlerkandidat, sondern von links, von rechts und von vorne fotografiert. Da kriegt er eine Nummer und einen schicken Strafenanzug. Und dazu eine Einraumwohnung. Schlüsselfertig, bloß ohne Schlüssel. Ach, apropos Einraumwohnung ohne Schlüssel. Der Mohammed ist wieder da. Mein Mohammed? Bist du jetzt zum Islam konvertiert? Nee, Mursal Mohammed S. aus Somalia. Der hatte doch noch im Kinobesuch den Weg nach Hause nämlich gefunden. Nach 8 Stunden dann haben ihm Beamte helfen können. Ach, da, Mohammed! Und da war im Kino? Freilich, der hatte Freigang. Schließlich soll er sich ja resozialisieren. Der hat ja schließlich keine Masken und keine Impfatteste gefälscht. Da hat er keinen Freigang gekriegt. Aber da war doch mehrfach vorbestraft. Ja, sicherlich bloß irgendwelche Kleinigkeiten. Da sag mal, der hat doch seinen Mitbewohner mit 111 Messerstichen. Oh Gott, das kann doch im Streit mal passieren. Und
und hinterher hat er ihnen Kopf abgeschnitten. Naja, wahrscheinlich wollte er ihm weiteres Leid ersparen. Sag mal, können die denn nicht abschieben? Nee, das versuchen die schon lange, aber das geht nicht, weil in Somalia kann der nicht weiter behandelt werden. Sowas. Also der Reichsbürger um Prinz Reuss, das hab ich gehört, die müssen sich vor und nach jeder Verhandlung komplett nackt ausziehen und sich von vermummten Beamten in alle Körperöffnungen gucken lassen. Ehrlich? Da ist nichts mit Kino. So, das ist Kino. Für die Beamten. Werden sie schon die richtige raussuchen. Na, aber das sind Reichsbürger, die wollten schließlich die Regierung stürzen. Ach so, apropos hier. Der Mann, der Nord Stream gesprengt hat, der wird jetzt auch mit Haftbefehl gesucht. Ja, ihr erinnert euch sicherlich. Da war ja der Nautilus. Ach nee, die Andromeda. Da fuhren Captain Nemo, James Bond, Phantomas und Baron Münchhausen mit Schnorchel, Taucherbrille und einer Tüte Knallerbsen auf der Ostsee. Ja, macht er keine blöden Witze? Die CIA sagt, der Zelensky hat das organisiert. Ah ne, wollen die jetzt den Zelensky fallen lassen? Und brauchen einen Grund? Also, der deutsche Regierungssprecher Wolfgang Büchner hat gesagt, die Unterstützung Deutschlands für die Ukraine bleibt unverändert, unabhängig von den Ergebnissen der Untersuchung zu den Explosionen der Pipelines. Ich bin stolz auf unsere Regierung. Egal, wer uns die Pipelines weggesprengt hat, ob die USA oder die Ukraine, es bleiben unsere unverbrüchlichen Freunde. Wer sicher Freunde hat, der braucht wenigstens keine Feinde. Apropos Feinde, die Bundeswehr wurde sabotiert. Das war bestimmt der Russe. Die Leute haben schon angefangen, Wasser zu hamstern in Butten und Unternehmen und, ach, falscher Alarm. Erstens, man fand am Ende bloß ein Loch im Zaun. Das Trinkwasser war in Ordnung. Zweitens, wenn's der Russe gewesen wäre, hätte er doch einen Pass liegen lassen. Und drittens, als ich damals gedient habe in der Nationalen Volksarmee, da haben wir unsere Objekte noch selber bewacht. Ja, da gab's ringsrum Postenbereiche, da kam keiner ran. Die Bundeswehr braucht da dafür externe Sicherheitsfirmen. Die können sich noch nicht mal selber bewachen. Apropos externe Firmen. SPD-Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil investiert 8 Millionen Euro. Ui, ui, ui. Welchen Wirtschaftszweig will er denn der heilige Hubertus mit 8 Millionen ankurbeln? Wie viele Arbeitsplätze will er denn schaffen? Ach Quatsch, Wirtschaft ankurbeln, Arbeitsplätze schaffen. Damit gibt er sich nie ab. Sein Image will er aufpolieren lassen und ankurbeln. Der sucht eine externe Werbefirma, die für 8 Millionen Euro coole Werbefilme dreht, Instagram-Stories, Livestreams von seinem Ministerauftritten. Oh, die seien schon gefunden. Reneweg bestimmt wird das eine Firma von einem Schwippschwager Trauzeugen Amigo genossen. Dabei hat das Ministerium schon eine eigene Social-Media-Redaktion. Aber das Pfannkuchengesicht von dem Minister... Na, wurscht! Kein Cybermobbing hier! Achso, ja, ich meinte, ich wollte sagen, das Pfannkuchengesicht von mir... Um das Antlitz des Ministers in den Medien zu veredeln, da braucht's schon Fachleute mit Fachverstand. Danke, Berta. Um ihn hätten sie bei uns Monivri 5:30 an der Tür geklingelt.
Ja, wenn ich was Falsches gesagt hätte. Das hört doch jetzt auf, da hat doch Frau Faeser eine Neuerung geplant, um Bürgerinnen und Bürger, Terroristen, also Leute wie ich und du, wie wir hier alle, um die nicht mehr mit irgendwelchen gemeinen Razzien zu belästigen. Die will das ganz anders machen jetzt. Also ich gebe euch mal ein Beispiel, ihr seid gerade auf Arbeit oder verreist, also jedenfalls nicht daheim. Da kommen dann Fesers Leute und gucken sich mal in eurer Wohnung um, ob ordentlich aufgeräumt ist, natürlich nur um sich eurer Unschuld zu vergewissern. Und wenn ihr dann nach Hause kommt, wieder daheim seid, ihr merkt das gar nicht, weil die das ganz heimlich gemacht haben. Das nenne ich mal Service. Ja, der Justizminister Buschmann hat schon auf den Busch geklopft und gesagt, damit kommt sie nicht durch. Da hat sich was. Der will wohl auch Besuch kriegen. Da sind wir jetzt durch. Nee, wir müssen auch noch ein bisschen Wahlwerbung machen. Die fehlt noch. Also, der CDU-Wirtschaftsflügel will nach der Bundestagswahl das Renteneintrittsalter erhöhen. Das ist doch mal Werbung, gell? Also die müsst ihr wählen, wenn ihr ein bisschen länger arbeiten wollt. In diesem Sinne, tschüss, macht's gut! Stay at home.